Also heute normal dürfte ich das nicht, die Musik aufnehmen, weil sie Copyright geschützt ist. Aber heute für die österreichische Psychiatrie als Feldstudium. Alles ausgestorben, verstehst? Alles nur alte Weiber, die die eigenen Kinder verdient haben und auch ihre Nachbarinnen. Und dann im hohen Alter, weiß meliert, mit Wasserwellen fällt ihnen ein. Die blauen Falken träumen sie von ihnen an die Hitlerzeit zurück. Und dann die Entenmusik, verstehst? Und damit vertreiben sie nämlich die letzten drei Jugendlichen mit 14 Jahren, die noch skateboarden würden. Aber mit dieser Musik, das hält man wirklich nicht mehr stand. Das ist aber zu viel, verstehst? Einmal der Nekrophilie, verstehst? Und der assoziativen Kraft bis zur Erschöpfung getrieben. Und alles alte Leute, verstehst? Alles leer, aber wenn man meinen Blick ganz alt, verstehst? Und das Ewige, dann die Zwergen, verstehst? Die Zwergen aus Gips oder die Plastikhänden für die Damen mit den Dauerwellen, mit den Weißmalischierten und mit der Musik von den Enten. Verstehst? Und die hätten können drei Generationen meiner schönsten Kinder leben. Die könnten jetzt 18 Jahre sein und sich der Sexualität erfreuen heraus, verstehst? 12 Jungs und 6 Mädchen. Und so alles leer. Und alles nach dem Geschmack dieser Dirnen ausgerichtet, die jetzt im hohen Alter alles vertilgt haben. Durch jeden Tag 100 oder 1000 Meinheit. Und Grab, alles Grab vom Grab, verstehst? Aus der mediterranen Welt, die Dullen. Die Gruft ummauert, verstehst? Doppelt umzäunt. Einmal mit Grabschmuck und andererseits wieder mit Maschenzahn. Und nichts da, verstehst? Nichts am Angebot. Weder eine Zigarette, die duftet, oder ein Tee, oder ein Kaffee, oder ein Kipferl, nichts. Nichts wird lebt. Alles voll. Alles erlogen, verstehst? Ja, wie ein Rinkel. Also, das vorausgesehen, aber er hat nicht richtig beschreiben können, die Dramatik, also die Auswüchse, das Ausmaß, das es annehmen wird. Ich muss ja denken, das ist direkt bedrohlich, verstehst? Die Dame, die Alte mit Zigarette. Und da wird man fast angerollt. Und dann geht man so wie einen Friedhof in Italien. Nur in Italien ist der Friedhof viel schöner, weil die Dullen schon älter sind, verstehst? Und verschiedene schönere Gewüchse. Das ist so schade, verstehst? Diese Ressourcen zu verschwenden. Und dann die letzten Jugendlichen zu vertreiben mit dieser Musik, verstehst? Mit dieser tödlichen. Das ist eine große Sünde. Muss ich denken, ein junger Knabe hält das nicht aus. Der hat einen Laptop, der hat lateinamerikanische Musik, Drums vom Besten, verstehst? Und wenn du ihm das vorzauberst, das Gehör, verstehst? Das Jod nach Hinzucht, nach Trachtmode, nach Prügel, nach 1917 oder so. Verstehst, jetzt sind sie weg, die letzten drei Kinder sind weg. Die halten mit Skateboard nicht aus. Ist klar, würde ich auch nicht ertragen.